So, wie ihr in dem vorherigen Video gesehen habt, haben wir ja das Melker Röttlöger vorgestellt. Wir befinden uns immer noch auf der Boot & Fun. Wir haben hier einen richtig coolen Testpool, der ist 25 Meter lang. Und ich habe ja hier auch erzählt, wie toll das Boot für Einsteiger auch geeignet ist, dass es für Einsteiger und auch fortgeschritten ist. Guckt euch einfach dafür das andere Video an. Und jetzt haben wir hier die liebe Nicole mit am Start. Nicole arbeitet hier auf der ACC-Messe und macht da Standbetreuung und die wollte unbedingt über Kajak fahren. Und du hast bisher noch überhaupt gar keine Kajakerfahrung gehabt, ne? Umso besser. Nicole wird jetzt mit dem Röttlöger fahren, ist noch nie vorher Kajak gefahren. Wir schauen einfach mal, was passiert. Fass mal vorne an, dann tragen wir es zum Becken. So, jetzt musst du mal links lang gehen, dass wir das drehen, dass das mit dem Heck zuerst rangeht. Hier, das andere links. So. Schuhe erstmal ausziehen. Socken kannst du anlassen. Oder ich würde sie vielleicht auch ausziehen, ansonsten hast du hier gleich nasse Socken. Ja. Also mal einsteigen erst einmal. Und dann stellen wir dir die Fußrasten erstmal an. Setz dich mal hier auf dem Steg. Hinsetzen, ja. Mit dem Arsch. Mit dem Arsch erstmal rauf, genau, Beine schon mal rein. Dann jetzt musst du ein bisschen schauen, du musst halt so ein Boot immer gleichmäßig runterdrücken. Wenn ich das jetzt hier runterdrücke, geht es gleichmäßig runter. Wenn ich das hier runterdrücke, kippt es zur Seite. Das heißt, beim Einsteigen nimmst du die Hand, greifst hier rein. Warte. Greifst dich jetzt hier so ein bisschen hin, dass du nur mit der linken Arschbacke drauf sitzt. Beine schon mal richtig rein. Ja? Und jetzt stützt du dich mit deinem Oberkörper hoch. Ich halte dich auch fest. Und gehst rüber. Okay. Guck. Dadurch hast du jetzt das Boot in der Mitte gleichzeitig gleichmäßig runtergedrückt. Und nicht irgendwie rechts und links. Und dadurch ist das Boot halt auch ziemlich gerade. Wenn du jetzt mal auf deine Hüfte schaust, du sitzt jetzt mehr linkslastig. Genau. Beine rechts und links hier rein. Wie fühlst du dich? Ja, ganz okay. Und jetzt ziehst du dir das noch mal ein bisschen ran, dass du mit dem Fuß Kontakt hast. Also, dass du dich jetzt nicht komplett einhängst, aber dass du halt doch schon so ein bisschen halt bist. Das machst du auf beiden Seiten. Schon mal irgendwelche Sportarten vorher gemacht irgendwie? Was für eine Art? Okay. Dann hast du schon mal ein Gefühl auch zum Wasser. Schon mal am Anfang krieg ich erstmal so ein bisschen Gefühl. Du hast hier ganz viel Spielraum. Okay? Ohne Kraft. Ich habe die jetzt bewusst erstmal gerade. Einfach nur mal ein bisschen schauen. Versuch mal nirgendwo gegen zu fahren, dass du halt so ein bisschen erstmal ein bisschen das Gefühl kriegst. Ja. Wie ist es so von der Stabilität her? Hast du das Gefühl, du fliegst gleich rein oder ist es schön sicher, ja? So, jetzt bist du ja heute das erste Mal Kajak gefahren. Wie war's? Mega, hat echt Spaß gemacht. Was hast du jetzt zum Boot gesagt? War kipplig, wackelig oder irgendwie scheiße? Oder? Nee, ging eigentlich. Es war hinten nur sehr lang. Das war ungewohnt, aber sonst mega. Okay. Aber hast du dich wohlgefühlt? Ja, also im Urlaub werde ich auf jeden Fall nochmal Kajak fahren. Und wo gehst du hier in Berlin Kajak fahren? Natürlich zu euch. Das wollte ich hören. Also wie ihr sehen könnt, Nicole, 16 Jahre alt, das allererste Mal Kajak gefahren im Boot von Melker Kajaks bei Kajak Guru. Und gut mit klar gekommen. Du hast dich auch echt gut angestellt. Es war aber sehr eng. Also manchmal habe ich ein bisschen gedacht, oh Mann, jetzt fahre ich irgendwo gegen, aber es ging. Hat Spaß gemacht. Hast dich gut gemacht. Also wie ihr sehen können, blutige Anfänger kommen mit unseren Booten auch gut klar. Einfach mal ausprobieren, kommt rum. Wir sehen uns in Hennigsdorf. Tschüss. Tschüss.